Hallo lieber Tieftonliebhaber, bei diesem Groove geht es ganz einfach um, ja, um Groove. Wie kann man eine einfache Achtelbasslinie zum Grooven bringen? Ich habe gerade schon anhand des Akkordeschemas des Songs Feel Like Making Love gezeigt, dass ich einen gewissen, ja, ich nenne es mal einen gewissen Shuffle-Faktor in meine Basslinie stecke. Das Schlagzeug spielt einen geraden Groove, also mit geraden Achteln. Und das kann ich jetzt ebenfalls einfach mit geraden Achteln begleiten. Oder ich kann dem Ganzen mehr Swing geben und es eben so spielen. Und das Einzige, was ich mache, ich gebe den Noten mehr Artikulation. Ich spiele die Achtel auf dem Beat kurz und die Offbeat-Achtel lang. Und du hörst den Unterschied mit gleichen Achteln. Oder so. Und dabei gebe ich dem Downbeat immer noch ein kleines bisschen mehr Dampf, damit ich diesen schönen pumpenden Groove bekomme. Spiel am besten einfach mal mit den verschiedenen Möglichkeiten herum. Mach den Offbeat vielleicht mal einfach lauter als den Downbeat. Das funktioniert auch, allerdings wird der Groove dann leichter und verliert ein bisschen an Fundament. Mit der Betonung auf dem Beat wird das Ganze viel stabiler. Kurz und lang umdrehen. Spiel den Downbeat lang und den Offbeat kurz. Das klingt auch wieder anders. Wie gesagt, spiel ein bisschen damit herum. Es ist ein bisschen eine Gratwanderung, wie viel man die Noten betont. Und jeder hat da natürlich seine eigene Idee, seine eigenen Vorlieben, seine eigene Spielweise, seinen eigenen Groove.
Pass nur auf, dass du nicht in den Shuffle-Rhythmus verfällst. Das heißt also, dass deine Noten gerade bleiben im binären Rhythmus und nicht ternär werden. Es ist natürlich auch nicht so, dass man alle Achtel-Grooves mit einem solchen Swing spielen soll. Das ist total von der Musik abhängig. Einen Rocksong würde ich vielleicht auch eher mit geraden Achteln spielen. Aber bei einem solchen relaxten Tempo und einem Soul-Song wie Feel Like Making Love, da passt das eben sehr gut. Ich hoffe, ich konnte dich hiermit ein bisschen zum Ausprobieren und zum Grooven inspirieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann drück einfach den Gefällt mir-Knopf und unterstütz meinen YouTube-Kanal ganz einfach, indem du ihn abonnierst und die kleine Benachrichtigungsglocke anschaltest, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Auf floriansbassunterricht.de gibt es übrigens noch viel mehr über Bass. Meld dich an, es lohnt sich wirklich. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß! Thank you.